Ja, hallo liebe Fans, da sind wir wieder. Ich habe heute mal in unserem Hause einen Gast, und zwar den Herrn Homrichhausen, ein Vollblut-Aquarianer. Aber am besten, der stellt sich mal selber vor. Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe wirklich, seit ich 7 Jahre alt bin, also seit 30 Jahren vielleicht, ein Aquarium. Und 30 Jahre. Ja, 30. Und wie gesagt, von Malawi, Tanganyika über Pflanze, über Nano-Aquarien. Wir haben alles zu Hause gehabt und haben immer noch 2 Aquarien. Ja, und Aquaristik ist das geilste Hobby der Welt. Ich habe sogar Glück. Ich bin nämlich Diplombiologe und habe irgendwie alles in meinem Studium rund um den Fisch gemacht. Und dann auch noch das Glück gehabt, mein Hobby irgendwann zum Beruf zu machen. Darum sitzen wir heute nebeneinander. Und das heißt also, da ich ja weiß, dass Sie alles rund um den Fisch gemacht haben, sprechen wir heute über Grillrezepte, nehme ich an, über Backofengeschichten. Das machen wir später. Später. Aber jetzt sprechen wir erstmal über Aquarium, über Aquaristik, was auftreten kann, was man vermeiden sollte. So ein bisschen Geschichte der Aquaristik, so ein Aqua-Talk, wie man im Neuhochdeutschen sagt. Aber falls ihr noch über Backofengeschichten und Fischgrillen mal was hören wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht machen wir dazu noch mal einen zweiten Film. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Aquarianern. Ich denke mal, Sie haben da ein Thema vorbereitet, wo wir heute drüber sprechen. Am besten ist, wir gehen mal sofort in die Tiefe des Details. Warum wird man überhaupt Aquarianer? Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann mit den Fischen nicht knubbeln, ich kann die nicht rausholen, ich kann nicht spazieren gehen mit denen. Hinter uns haben wir ein sehr, sehr schönes Aquarium. Und wenn man jetzt beim Kameramann, beim Robert, mal den Blutdruck messen würde, da würden wir feststellen, der geht runter, der entspannt sich, der Herzschlag geht runter. Es ist erwiesen, Menschen, die in ein Aquarium schauen, sind entspannter, freundlicher. Ich habe auch noch nie vom radikalisierten Aquarianer gehört. Die ganze Gruppe ist total freundlich, weil man halt, wenn man in ein Aquarium reinschaut, es entspannt. In den Staaten gibt es übrigens Aquarien auf Rezept für psychisch Kranke. Das wäre ja mal vielleicht mal ein Denkanstoß, dass man seinen Hausarzt einfach mal zu fragen, ob es mal ein Aquarium auf Rezept gibt. Ich würde das total toll finden, wenn das verschreibungspflichtig wäre, unter anderem so ein richtig schönes Aquarium. Geht man morgens zum Arzt und sagt... Privatversichert, fragen Sie mal den D-Camper. Ja, also privatversichert dürfte ja gar kein Problem sein. Da kriegt man wahrscheinlich auch das Ableichbecken und das Zweitbecken dabei auf Rezept geschrieben. Also da muss ich mal ganz kurz was zu sagen. Wir sagen nicht Becken, bitte. Wir sagen Aquarium, weil Becken haben wir hier. Ich habe ein 40-Liter-Becken, Sie haben ein 70-Liter-Becken vielleicht. Also Becken ist hier, unfassbar. Aquarium ist da. Okay. Nee, Vorteile. Warum sollte ich ein Aquarium haben? Es ist total schlau für Kinder. Kinder werden schlauer durch Aquaristik. Die lernen Chemie, Biologie, Physik, Zusammenhänge, Verantwortung. Super Grund. Weiterhin, wir leben ja immer entfremdeter von der Natur. Und mit meinem Aquarium kann ich mir ein Stück Natur ins Wohnzimmer holen und muss nicht ständig auf den Flachbildschirm glotzen oder in den Computer. Und vor allen Dingen im Aquarium gibt es auch nie Wiederholungen. Das ist natürlich super spannend. Die schwimmen nie gleich. Viel besser als jede TV-Sendung, viel besser als jeder YouTube-Film. Also eigentlich, Aquarium ist immer ganz vorne. Sex and Crime. Lebendgebärende. Auf jeden da Fall. Da wird ständig reproduziert. Ich habe Jungfische im Aquarium. Meine Pflanzen wachsen, alles hängt zusammen. Also wie gesagt, es entspannt, es sieht super schön aus. Wir als Menschen mit unserer Retina können Grüntöne am differenziertesten wahrnehmen. Also hier so ein wunderschön bepflanztes grünes Aquarium ist eine Augenweide. Und ganz wichtig, so ein Aquarium ist auch nicht viel Arbeit. Wenn man so ein paar Sachen berücksichtigt, auf die wir gleich eingehen, dann haben wir ein Gleichgewichtssystem und wir haben Verbraucher und Produzenten. Und dann macht das überhaupt nicht viel Arbeit. Jetzt so ein Koloss wie hinter uns, der braucht natürlich schon ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit. Aber wenn ich mir so ein normales 80 cm, 112 Liter Aquarium nehme, das kostet mich in der Woche 20 Minuten Arbeit. Wobei, füttern ist nicht Arbeit, füttern ist Spaß. Ja, wobei, da muss man noch mal mit so alten Jacken aufräumen. Da wird immer erzählt, ein Aquarium ist super teuer in der Unterhaltung und das macht viel Dreck und viel Aufwand. Das sind also Geschichten von früher, das gibt es heute nicht. Ganz früher hat man ja auch ein Auto mit einer Kurbel gestartet, dann macht man heute mit einem Fingerdruck. Und so ähnlich hat sich auch... Bei Porsche, ja.
bei mir nicht. Entwicklung im Aquarium fortgesetzt. Aber wo wir jetzt gerade beim Thema Grün sind, manchmal habe ich ganz grüne Scheiben und manchmal ist auch auf den Blättern ein anderes Grün. Wäre das vielleicht ein Thema, wo wir heute mal drüber sprechen? Da kommen wir noch zu gleich. Das sind dann die Algen. Wobei, die will ich überhaupt nicht verteufeln. Ich würde vorschlagen, ich fange mal an zu malen. Um Gottes Willen. Ja, ich habe extra Buntstifte mitgebracht. Buntstifte. Und einen Zeichenblock gekauft. Und weil der Herr Zajac so gerne schnell Auto fährt mit seinem Porsche, habe ich auch einen Porsche-Block gekauft. Das ist vernünftig. Lobenswert, total lobenswert. Ja, ich male mal ein bisschen was auf, um auf die Frage mit den Grünen oder mit den Algen zurückzukommen. So, hier. Ja, aber da müssen wir noch einen grünen Stift nehmen. Ich habe auch gleich grünen Stift. So, hier ist mein Aquarium. Hier ist mein Wasser oben drin. Ist ja ganz schräg. Wasser ist immer gerade im Aquarium. Ich sitze ja auch schräg. Dann habe ich hier unten meinen Bodengrund. So. Mhm. In dem Bodengrund. Anspruchsvolle Farbe. Ja, ja. Von den Kindern noch die Buntstifte. Ja, die Wurzeln sind meist weiß und nicht grün. Ach, Herr Zajac, jetzt bitte. Ach so. Nee, fünf Blätter male ich nicht, dann sieht das so verdächtig aus. Also, hier haben wir die grüne Pflanze. Und dann haben wir noch einen Fisch, den male ich jetzt ganz blau, Herr Zajac. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber... Das ist der Rumrichhausenfisch, der blaue Fisch. Ja, ja. Mhm. Ne, den male ich jetzt blau. So, das sind im Prinzip die Zutaten, die wir in unseren Aquarien haben. Und das besagte Gleichgewicht, dafür sorgen hier der Fisch und die Wasserpflanze und die Mikroorganismen, die im ganzen Aquarium zu tun haben. Nehmen wir mal den Fisch. Ich brösel hier oben in mein Aquarium, brösel ich Futter rein. Also so. Das ist schon mal viel zu viel, was ich da oben sehe. Ja, damit man sieht. Der Fisch sollte in maximal 3 Minuten alles aufgefressen haben. Da sind ja noch mehr, die habe ich nur noch nicht gemalt. Ach so, die haben sie hinter der Pflanze versteckt. Genau, die sind hinter uns. Und wenn der Fisch jetzt frisst, dann scheidet der Fisch auch aus. So, der scheidet einmal hier aus und einmal über seine Kiemen. So, und diese Abfallprodukte, die werden jetzt von Mikroorganismen zersetzt, man nennt das mineralisiert, und die sind dann gleichzeitig wieder Nahrung für die Wasserpflanze. Weiterhin scheidet der Fisch, der atmet CO2 aus, genauso wie wir auch. Das ist wiederum ein Nährstoff, den die Pflanze ganz nötig braucht. Das heißt, die Pflanze nimmt CO2 auf und durch die Photosynthese gibt die dann wieder Sauerstoff ab. Also hier haben wir jetzt ein Kreislaufsystem. Wir haben Produzenten, wir haben Verbraucher. Gleichzeitig haben wir hier auch wieder Produzenten und da den Verbraucher. Und wenn wir das schön einstellen, dann haben wir kein Problem mit Algen. Wenn ich jetzt zu viele Fische habe, und jetzt male ich einfach noch mal ein paar Fische. So, ganz schnell. Dann habe ich natürlich auch wieder viel zu viel Nährstoffe. Und der leichte Hunger, Herr Zajac, ist ja der biologische Normalzustand. Also ich bin mit meinem Körper total im biologischen Gleichgewicht. Ist klar. Also wie gesagt, der leichte Hunger ist der biologische Normalzustand. Und wenn ich jetzt zu viel Fisch habe und zu viel Nährstoffe reingebe, dann schaffen die Algen, Pflanzen das nicht alles aufzunehmen. Da muss man noch ein paar Pflanzen mehr reinsetzen. Ja, aber irgendwann ist auch da zu viel. Und irgendwann habe ich dann natürlich die Situation, dass ich dann den besagten grünen Belag an den Scheiben bekomme oder als Pinselalgen oder Grünalgen auf meinen Pflanzen oder auf der Dekoration. Und dann ist es nicht mehr im Gleichgewicht. Nur das, was ich aufgemalt habe, das reicht nicht. Ich muss meine Pflanzen noch düngen. Und zwar braucht eine Pflanze immer 3 verschiedene Sachen. Die braucht einmal über die Wurzeln einen Dünger, also die unterste Schicht in meinem Aquarium ist immer ein Nährboden. Und die braucht dann Herrn Hombrichhausen mit einem Stift. Ja, dann muss ich auf jeden Fall Dünger für die Blätter dazugeben, also den Wasserkörper düngen. Und dann der allerwichtigste Dünger, das ist das CO2, Kohlendioxid. Ja, da machen ja die Fische. Oder, ja, aber nicht genug. Oder sie mit ihren Kiemen. Weil die Hälfte der Trockensubstanz von der Pflanze, die besteht aus Kohlenstoff. In der Natur, da hat ja keiner eine CO2-Düngung, die da dran hängt, sondern in der Natur ist es so, dass ich... Wann waren Sie letzte Mal in einem Naturgewässer schwimmen, Herr Zajac?
Ich darf da gar nicht mehr rein. Direkt nach dem Krieg? Nein, ich würde da direkt entsorgt werden. Schon ein bisschen länger her. Aber Sie erinnern sich, was war mit den Füßen, wenn Sie da reingelaufen sind? War immer kalt. War kalt. Und was noch? War da unten alles, war da gefliest oder? Kommt drauf an, im Freibad war gefliest. Nein, Naturgewässer. Ach so, nee, da war im Allgemeinen Schlamm. Genau, da war Schlamm. Und der Schlamm, der ist in der Natur der CO2-Produzent, weil da sind dann Mikroorganismen drin, die bauen den ab, die atmen die Mikroorganismen und die produzieren CO2. Das sieht natürlich bei uns im Aquarium nicht aus. Darum müssen wir CO2 dazugeben, damit die Pflanze sich vernünftig ernähren kann. Wäre aber ja mal eine Idee, so ein Schlammbiotop zu machen. Super. Würde ich mal super spannend finden. Ja, viel Spaß beim Gucken. Ich habe da aber mal was vorbereitet zum Thema Pflanze. Und zwar habe ich hier mal ein Original Echinodorus, also Schwertpflanzenblatt, mitgebracht. Das und haben Sie aus dem Aquarium rausgerissen. Nein, hinten aus der Wasserpflanzenanlage. Kennen Sie doch. Auf jeden Fall habe ich auch mal ein Feuerzeug mitgemacht, weil wenn ich Ihnen jetzt erkläre, da ist auch Kohlenstoff drin. Ich habe das immer vermutet. Damit Sie das besser verstehen, Herr Zeig, habe ich Ihnen das mal anschaulich gemacht. Aha, und das brennt jetzt. Und jetzt können wir sehen und auch riechen, dass in so einem grünen Blatt von einer Wasserpflanze richtig viel Kohlenstoff drin ist. Ja, ich merke das. Je näher ich komme, umso mehr rieche ich. Also dieses Experiment ist also in geschlossenen Räumen eigentlich nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber ihr habt das ja alle jetzt selber gesehen, erlebt und gerochen, hoffe ich. Ja, so ein Schlammbiotop einrichten, das ist also nicht das Richtige. Und nee. Weil ich jetzt kein Schlammbiotop habe, habe ich dann die Algen an der Scheibe. Und warum haben wir hier keine Algen an der Scheibe? Weil bei diesem Aquarium hinter uns auf die wichtigsten Elemente geachtet wurde. Da haben wir nämlich einmal unser Element Wasser, H2O. Wir haben unser Element Wasserpflanze, ich nenne es einfach mal P. Wir haben unser Element Fisch oder alles, was da drin lebt. Wir haben unser Element Boden. Und als letztes haben wir noch unser Element Licht, weil, was wir jetzt hier nicht sehen, ein Aquarium braucht natürlich immer Licht, damit wir die Pflanzen überhaupt zur Photosynthese kriegen. Also wir reden über 5 wichtige Elemente und das ist hier hinten alles berücksichtigt worden. Also, und darum? Das ist aber jetzt natürlich schon ein ziemlich komplexes Thema. Gibt es denn da für unsere Fans auch irgendwas zum Nachlesen oder müssen die sich jetzt auch alle hier so eine Zettel, sind die Zettel im Angebot, können wir die kopieren? Ja, die können sie verkaufen. Wir haben alles einmal aufgeschrieben hier in unserer Wasserwelt und die älteren Aquarianer, also wie der Herr Zajak, Die werden das noch kennen. Es gab mal früher das alte silberne Buch von Dennerle. In der Wasserwelt, da haben wir alles einmal aufgeschrieben, 109 Seiten, warum Aquaristik so super ist, worauf ich achten muss, wie ich meine Pflanzen ernähre, wie ich mich um mein Wasser kümmere, wie ich meine Fische ernähre. Alles aufgeschrieben für die, denen der kleine Zettel zu wenig war. Und da sind aber viele Bilder drin, wie ich das jetzt schon so von der Seite sehe. Da sind die geilsten Bilder drin. Und da haben wir im Prinzip einmal diese Elemente nochmal aufgeführt. Worauf muss ich achten als Kunde? Alles ganz leicht, alles ganz verständlich, damit ich mit meinem Aquarium maximalen Spaß habe und damit ich mit meinem Aquarium nicht Schiffbruch erleide. Da sehe ich, da ist ja so einiges geschrieben. Also da gibt es dann auch was zu lesen. Da muss man sich mal so ein YouTube vor einen Nachmittag schaffen und fängt an zu lesen. Und wenn man richtig Aquarianer werden will, mit einem funktionierenden Biotop, heißt das ganz klar, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber es gibt auch schöne Bilder zu gucken, so ist das nicht. Hier sind schöne Bilder aus der Natur und die Natur erklärt uns, wie wir es machen sollen. Wir haben einfach nur mal ganz genau hingeschaut und haben der Natur auf die Finger geguckt, damit wir ein erfolgreiches Aquarium haben. Das ist ja ganz spannend, was sie uns da zeigen. Aber ich denke mal, für viele ist das viel zu anstrengend. Jetzt auf die Kürze. Ich könnte mir vorstellen, dass wir also diese 5 Punkte auch als Detail mal bringen würden. Aber jetzt erstmal für die von euch, denen es reicht. Mir reicht es auch schon, ja. Denen dieser Magaloch reicht. Wir beide haben uns entschieden, ihr könnt kostenlos so einen Magaloch bekommen. Und die ersten 30, die dann bei uns im Geschäft abholen kommen, bekommen den handsigniert von uns beiden kostenlos überreicht. Die anderen kriegen ihn nur kostenlos, eben ohne Autogramm. Haben wir genug von? Gar keine Angst.
Codewort. Was sollen die sagen? Wir müssen ja wissen, wer da jetzt reinkommt und den Handsignierten kriegt. Die ersten 30, wenn sie weg sind, sind sie weg. Ja, aber man muss ein Codewort machen. Fischfreund. Fischfreund. Fischfreund, wie auf dem T-Shirt. Ein gutes Wort. Ja. Ihr kommt rein und sagt Fischfreund und solange wir welche haben mit einem Autogramm von uns beiden, kriegt ihr einen kostenlos von uns. Die anderen kriegen nur einen Katalog ohne Autogramm. Ganz klar. Und wer mehr zu diesen Punkten wissen will, das können wir euch vielleicht im getrennten Video nochmal erklären. Schreibt einfach in den Kommentaren, ihr möchtet die Punkte einzeln erklärt haben und dann machen wir noch einen zweiten Film. Okay? Wir sehen uns. Nicht vergessen, erst abonnieren, dann die Glocke drücken und vorher den Kommentar schon mal schreiben, dass ihr den zweiten Teil sehen wollt. Wir sehen uns bald wieder. Ade. Danke, ciao.